In diesem Video erkläre ich euch drei Anzeichen, woran ihr merkt, dass eure Katze eine Arthrose hat. Hallo zusammen, ich bin der Henning, ich bin Tierarzt und Tierernährungsberater aus Leidenschaft. Auf meinem Kanal bekommst du regelmäßig Tipps, wie du dein Haustier gesund hältst, gesund machst, und ich gebe viele Einblicke auch hinter die Kulissen, was so in der Tierarztpraxis passiert, was sonst keiner sieht und zeigt. Während Hunde relativ deutlich zeigen, wenn sie mit einer Arthrose beginnen, das heißt, sie stehen sehr schwer auf, die ersten Schritte sind unangenehm, aber so mit jedem Schritt laufen die sich ein bisschen ein und es wird besser, zeigen Katzen, unsere sogenannten Samtpfoten, das überhaupt nicht. Weil die können auch durch ein Porzellanregal laufen und schmeißen nichts kaputt, weil die einfach sehr vorsichtig laufen. Nachteil ist, denen sieht man diese Schmerzen wirklich nicht an. Darum der erste Tipp: Katzen putzen sich weniger. Viele Katzen im Alter, man sagt so ab 8, 9 Jahren, können so die ersten Symptome bekommen. Ab 6., 7. Lebensjahr haben etwa 60% der Katzen schon eine Arthrose, ab 10 Jahren fast alle. So, und viele fangen an, dass die hinten auf der Kruppe, auf dem Schwanzansatz, plötzlich stark Schuppen bekommen. Dass die Haare verkleben, dass die Haare verfilzen. Und das liegt einfach daran, dass die Katzen einfach Schmerzen haben, wenn die sich nach hinten verdrehen und hinten auf dem Rücken lecken wollen. Dann muss man den Rücken schon ganz schön verdrehen. Und das ist so manchmal das erste Indiz, wenn sich Katzen weniger pflegen, dass denen vielleicht irgendwo was an den Gliedmaßen oder der Wirbelsäule wehtut. Das zweite Indiz ist, wenn man ein bisschen nachdenkt, aber das Problem ist, vieles schleicht sich so ein und es fällt den Besitzern und uns einfach oft nicht auf, zumindest nicht bewusst, weil es so sehr schleichend passiert. Aber geht mal in euch und überlegt mal, wo hält sich sonst meine Katze am liebsten auf? Früher waren Katzen immer sehr gerne auf sehr hochgelegenen Stellen gelegen. Das heißt, die lag gerne oben im Schrank, auf der obersten Ebene vom Kratzbaum oder ähnliches. Und die sind meistens auch mit einem Satz da hoch. Und wenn man dann so ein bisschen nachüberlegt, ja stimmt, da gehen die gar nicht mehr hoch. Das ist manchmal schon ein Indiz für eine Arthrose. Und der dritte Tipp, das dritte Indiz ist, früher sind die Katzen irgendwo im Schrank gewesen oder auch auf der Fensterbank, dann haben ein bisschen gepennt, werden wach, batz, runtergesprungen. Egal wo sie hinfallen, egal wie. Wenn die älter werden, ist das häufig so, dass die Katze erstmal wach wird, sich streckt und dann erstmal überlegt, wie komme ich hier runter am besten. Und dann versuchen viele Katzen, das ist auch so ein Indiz, versuchen über mehrere Ebenen runterzukommen, dass eben der Sprung nicht wehtut. Das heißt, die gehen zum Beispiel von der Fensterbank über die Couchlehne, über die Couchsitzfläche, vielleicht noch einen Fußschemel, dann langsam nach unten. Und all diese Kleinigkeiten, das sind so die Indizien, dass eine Katze vielleicht eine Arthrose hat. Viele sieht man erst im Röntgen und dann muss man halt gucken, wie man eventuell die Katze unterstützt mit Nahrungsergänzung, um die Gelenke zu schmieren, den Knorpel und die Gelenke hochwertig zu ernähren, um möglichst das Fortschreiten der Arthrose weit rauszuschieben. Bei manchen kommt man halt um homöopathische oder um schulmedizinische Schmerzmittel nicht mehr umhin, wenn einfach schon eine sehr, sehr starke Beeinträchtigung stattgefunden hat. Aber das ist dann immer eine Einzelfallentscheidung. Ich hoffe, ich konnte euch damit weiterhelfen. Danke für das Schauen von dem Video. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Du konntest was mitnehmen. Ich würde mich sehr über ein Abo freuen und gerade anklicken, am besten noch die Glocke, dass du nichts mehr verpasst.